Hotzi, was denn da, Badalf? Bisschen Hygiene. Übelkeit. Weil Sim Fleisch gegessen hat. Was? Wann hätte denn die Fleisch gegessen? Was sollen die gegessen? Spaghetti. Wird doch nicht mehr Fleisch, oder? Na gut, kommt drauf an, gell? Steht doch nicht da, was ist Spaghetti? Wahrscheinlich hat Spaghetti mit Hackfleisch gegessen. Jetzt kotzt sie wieder rein. Gut, säubern, aufräumen. Ich habe schon überlegt, ob ich da vielleicht nicht noch. Was, ein Ding? Also so ein Ding da? Noch da hinten noch nicht bau. Und den Mülleimer und weiter sitzt. Soll ich mir das ausprobieren? Pass auf, ich probiere es mal aus. Pass auf, seht ihr das? Dann setze ich da her. Dann tue ich den Kühlschrank vielleicht da her. Und was ein Ding. Da her. Wie schaut das aus? Es geht, oder? Geht schon, oder? Eigentlich. Machen wir das so. Ich lasse es einmal so. Das ist mir auch so eingefallen noch. Dann ist der Raum besser gefüllt und wir haben mehr Platz zum Abstellen. Weil da steht immer der Kaffee rum und dann haben wir gerade mal den einen Fleck gehabt. Okay, Mikey hat das erreicht. Der Dachern. Muss mal was essen. Er darf die Spaghetti wegfressen. Weil ich auch noch kotze gerade. Im Restaurant essen. Was schon wieder? Gibt's das? Waren wir da nicht schon mal? Ich weiß gar nicht mehr. War ich schon öfters, gell? Jemanden trainieren möchte. Gut, gehen wir machen. Und er hat Handrang, gut. Mal die Blasen lernen. Was tut denn sie? Achso, schön, sie kotzt. Sie kotzt auf die Spaghetti, wie ein Reiher. Jetzt kommt er. Was tun Sie jetzt? Warum schützt du das Ding ein? Baby, wie wär's mit Schreiben? Geh mir auf und schreib dein Bierchen. Das schaut mal wieder aus. Nimm! Er meckert schon, wie er meckert. Snack essen. Und mit dem Qual hätte ich noch was vor. Und zwar in der Nacht, nächsten Nacht erst. Erst in der nächsten Nacht, weil tagsüber kann er nicht aussehen. Und zwar möchte ich den auf die Party schicken, also da wo die Party war. Wo es die Karl ausgekaut haben. Weil wir waren da auf einer Party und dann hat die Karla was gekocht und dann haben sie es da rausgeworfen. Und dafür schicke ich einer aus Rache einen Karl vorbei. Der darf sich da ein bisschen austoben. Was war denn noch nicht am Klo? Schlafen. Jetzt möchte ich eh schlafen gehen. Kannst du vergessen. Du rufst jetzt nochmal in die Dinger. Pass auf. Um Verabredung bitten. Das machen wir. Oder? Nach Hause einladen. Die Jenny, wir müssen uns die Klammer. Bevor ein uneheliches Kind auf die Welt kommt.
Oh Gott, schon wieder wächst was. Eine Tomaten. Da wächst eine Tomate. Und ich sehe Weintrauben. Dabei wächst da unten nichts mehr. Schön. Sie kommt gleich. Gut. Am Verwelken. Scheiße. Aber das ist mir eigentlich wurscht, wenn es verweckt. Ich hab vor, umzubauen. Jetzt ist der draußen. Gerne, Karl. Lass die Katze in Ruhe. Wie schaut's aus? Ist die andere da oder wie? Ich hab ein Auto gehört. Da ist, seht das? Leute, Jenny. Mikey, geh raus. Sportsal ist da. Geh raus. Ja, was jetzt? Kannst entscheiden. Der Briefkasten ist im Weg. Wie kann ich denn deren Anruf machen? Kannst du mir das verraten? Eine schöne Verabredung. Möchte ich doch hoffen. Halt der Maul, hab. Gott sei für dich. Bin am Flirten. Seht ihr's nicht? Geh lieber rein, kriegst einen Sonnenbrand. Okay, geht schon. Pass auf, machen wir mal das da. Von euch ein bisschen was. Irgendwann muss doch das mal da stehen, oder? Weiß gar nicht, wer das? Die Joy Dörfler. Der mal wieder da. Wie ist denn das gegangen mit Antrag machen? Das ist, glaube ich, dann irgendwann da gestanden. Oder? Hängt das da? Machen wir. Das machen wir. Und jetzt dann stoppst du, wie abgeht. Versteht oder sie mit dir? Mal schauen, ob sie haut. Sag bloß nicht nein. Das vertraut der Maike nicht. Zudem möchte der Call endlich sehen, wie der Maike heiratet. Zeit wird's. Bin mal gespannt auf die Absage. Aber ich muss dann aufpassen, gell? Weil die Haushalte dann zusammenziehen. Nicht, dass ich zum Falschen ziehe. Und dann ist Maike fort. Schau, was er macht. Sie freut sich, sie freut sich. Okay, schaut nicht nach Absage aus. Schaut gut aus. Wir haben einen Vogel abgeschossen. Der Vogel ist abgeschossen. Das ist eine Hochzeitsparty. Ich feiere im kleinen Kreis. Im kleinen Kreis soll ich feiern. Wie tun das? So, spring da mal auf. Können wir das gleich machen? Machen wir kurz und schmerzlos. Hochzeit im kleinen Kreis feiern. Gut, hängt das. Beim Bus kostet das, wie romantisch. Neben der Mülltonne. Und das war alles, Silvia. War das alles? Schön. Neben der Mülltonne weg heirat. Oh, schön. Jetzt sind wir im Hafen der Ehe. Und die Jenny, pass auf. Umziehen. Jones Brown, pass auf. Das ist der Haushalt. Wer ist das da? Ihre Eltern, oder wie? Ja, pass auf. Es zieht gerade die Jenny zu uns, gell? Nicht mehr. So viel Platz habe ich nicht.
Passt, oder? Okay. Gut, das dauert ein bisschen, gell? Er muss dich verarbeiten. Okay, das heißt, wir haben eine Person mehr. Ein Sim mehr im Haushalt. Und wir haben sogar so Ninji, die hat ein bisschen Geld gebracht. Geil. Hey, das, Mikey ist verheiratet. Endlich haben wir das hinter uns gebracht. Wie die Zeit waren. Ich glaube, das habe ich bei Sims bisher noch nicht geschafft. Dass ich geheiratet habe. Und dann der Tanzschi, der hat das gar nicht mitgekriegt. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Interessiert den gar nicht. Was möchte er nach Al-Simhara, Ägypten? Wir könnten durchaus in den Urlaub fahren, schon. Wenn ich mal die Kohle anschaue, 17 draußen. Oh Gott. Oh Gott, was ist kaputt gegangen? Der Kohl war es nicht. Der Kohl war es nicht. Was ist kaputt? Der Rechner, schön. Was hast du angestellt? Überfordert. Pass auf. Das machen wir kurz und schmerzlos. Und zwar Kaffee, naja, ein bisschen. Jetzt habe ich die Kohle dafür. Pass auf. 4000. Oh Gott, nehmen wir den da. Ja, 2150. Hängt das? Was kann der eigentlich? Hat der was Besseres drauf? Spaß 7. Spaß 3, ach so, oh, da ist er. Und der andere war sogar tragbar, ja gut. Halt, das ist weg. Der tut's auch. Okay, seht das. Hochzeitsgeschenk. Neuer Rechner. Und das heißt, die Jenny wohnt jetzt bei uns, gell? Jetzt haben wir zwei Weiber im Haus. Kann Krieg bedeuten. Was flucht der schön? Das hört aber nichts. Er flucht über nichts. Was treibt der schön? Er treibt Unfug. Oh Gott, schön. Er erschreckt seine Ehefrau. Macht sie gut. Baby, bleib da. In einer Stunde fährt die Fahrgemeinschaft für Jenny. Was arbeitet die eigentlich? Was arbeitet die? Kassenstürzerin. Kassenstürzer heißt es. Die ist Kassenstürzer. Und die hat ja nicht allzu viel drauf, gell, muss man sagen. Du hast. Übelkeit. Wegen unbekannter Ursache. Nein, kann man schon denken, warum. Sind die Folgen vom Techtelmechtel. Aber ich befürchte, unser Couch ist gleich schön. Ich brauche eine Gräserne. Ich brauche eine Gräserne Couch. Und der Karl wünscht die Enkelkinder schön. Ja, das ist bald möglich. Das ist bald möglich, eh, dass Enkelkinder da sind. Pass mal auf, den schicke ich jetzt aufs Klo. Oh Gott, warum flucht er? Warum fluchst du? Über was? Ach so, über die Waschmaschine. Na gut, ewiges Streitthema. Ja, oh, what a day.